Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019. Auf der PlayStation 4 auf der Karte Mühlkreis Mittelland. So, ich bin gerade mit der letzten Ladung Schweine unterwegs. Ich habe gesagt, ich will noch ein paar mehr Schweine kaufen. Wir haben jetzt 24 Schweine noch dazu gekauft. Und das sollte jetzt eigentlich mal genug sein mit den Schweinen. Jetzt sollten doch langsam die Reproduktionsrate ein bisschen steigen. So, Korntank ist noch voll, okay. Jetzt laden wir aber erstmal die Schweine noch ab. So, wie viel haben wir jetzt? 69, meine Glückszahl. Okay. Reproduktionsrate ist noch nicht aktualisiert, also das wird dann weniger sein wie 3 Stunden. So, ich sollte eigentlich zum Drescher. Der ist voll. Tatsächlich. Schon zum zweiten Mal. Auf diesem Feld. Das ist ja das neue Feld, muss gepflügt werden. Ich habe es noch befürchtet. Aber vielleicht machen wir das so. Wir haben natürlich einen Tiefengrubber. Wir haben eine Sämaschine, was ich noch hinterm Tiefengrubber hinten dranhängen kann. Und könnten direkt hier was eindrillen und sparen uns eigentlich einen Arbeitsschritt, wenn wir es alles beides in eins machen. So, ein bisschen ist noch. Wie sieht es eigentlich mit Schweinefutter aus? Genau, Mais ernten wir jetzt. Können wir noch was reinmachen? Der ist ja jetzt erst halb voll, glaube ich. Ja. Okay, hier wollte ich eigentlich noch mit dem Gras mähen. Hier wäre übrigens der Tiefengrubber würde da stehen und die Sämaschine würde da stehen. Das könnte funktionieren, aber warte mal, wie sieht denn hier eigentlich das Gras aus? Erntereif, ja. Wir sollten nämlich noch ein paar Silageballen machen. Wir brauchen nämlich irgendwas, um die BGA zu füttern. So, das sollte hier für den gar kein Problem sein. Mit dem Mäher hier zu arbeiten, meine ich.
Ja, als ob er noch nie was anderes gemacht hatte, saust der natürlich hier drüber. So, gut, das klappt. So, BGA ist schon wieder alle hier, oder was? Die ist doch noch vorhin gelaufen. So, ich habe aber nichts mehr groß zum Futtern. Stroh nimmt sie auch. So, man kann auch, wenn Stroh drin ist, trotzdem noch Silageballen reinhauen. Das macht der Anlage gar nichts, die frisst eigentlich alles. So, 10.000 Liter gehen rein, wir können aber noch Silageballen reinschmeißen. So, und dann werden sie nämlich langsam schon knapp. So, ich sollte eigentlich mal Pflegebereifung drauf machen hier. Oh. Konfigurieren. Pflanzenschutz. Okay, Pflanzenschutz ist drin. Was eigentlich, was ist eigentlich das, was hier steht? Wahrscheinlich Flüssigdünger.
Okay, mehr geht nicht. Das ist nämlich vorne das Fass, weil es nicht voll ist. Aber er zeigt mir jetzt auf jeden Fall ordentlich an. 4000 Liter. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt gehen wir gerade auf das große Feld und werden da Pflanzenschutz ausbringen. Wieso geht denn das nicht? Okay, was auch immer das Problem ist. Aber jetzt geht's. Okay, der hat noch seinen Zusatzfass gerade dabei. Mir. Oh man, der ist auch schon wieder zum Abbunkern. Und ich glaube, wir machen gar keine Silageballen. Wir werden nämlich das Gras ins Silo fahren. Damit wir das Silo mal voll bekommen. Und wenn wir das Silo denn haben, haben wir eigentlich genug. Bis das leer ist, können wir eigentlich so viel Silageballen machen, damit wir da einen ordentlichen Vorsprung, ordentlichen Lagerbestand haben. Und damit dann eigentlich die BGA füttern können. Ich glaube, so rum ist es viel schlauer. Dann werde ich eigentlich alle Wiesen mähen. Und nachher ins Silo fahren. Fertig. Fertig. Perfekt. Das sind wir auch gerade fertig. Was ist denn jetzt los hier? Ich glaube, der Helfer mag mich heute nicht, oder was? So, ab zur nächsten Wiese. So, es ist zwar schon hell am Tage, aber die Karte ist, wie ich immer sage, recht dunkel irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht liegt es auch an meinem Fernseher. Aber wir machen mal Licht an.
Okay, ertragsmäßig hätten wir die Wiese bestimmt noch im Moment wachsen lassen können hier. Die haben wir nämlich erst gemäht. Aber wenn wir schon hier alles angebaut haben, wenn wir das alles mal runter machen, können wir nachher wieder düngen. Und dann wächst das Gras wieder. So, zur nächsten Wiese. Eine haben wir noch. Die neue, da habe ich noch nie gemäht. Gucken, wie das da geht. Ich glaube, hinten ist auch eine Einfahrt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh! Puh, habe ich mich erschrocken. Von vorne kommt noch ein bisschen Verkehr. Hier können wir auch rein. Jawohl! Kommt eigentlich da durch. Okay, das sieht auf jeden Fall ergiebig aus, das Schwert. Warte mal, vielleicht sollten wir hier noch einen zweiten Streifen machen. Ich muss natürlich nachher mit dem Ladewagen auch irgendwie hier fahren können.
So. Haben wir das auch gemäht? So, sind eigentlich alle Helfer fertig? Haben die nichts zu tun oder was? Was ist denn da los? Da muss doch der Drescher kann doch noch nicht fertig sein und der mit dem Unkraut sowieso nicht. Hier steht ja das Unkraut noch Meter hoch. So, da geht auf jeden Fall noch was rein. Wir werden mal gucken. Der ist da stehen geblieben. Okay, der Drescher hat auch irgendein Problem. Gut, würde ich sagen, dann war es das erste Mal heute hier von der Mühlenkreis Mittelland. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich Gras ins Silo fahren. Und wir werden noch mal gucken, wenn wir noch hier sind. Reproduktionsrate hat sich auf jeden Fall auf 2 Stunden eingependelt, um 1 Stunde verkürzt. Also das hat auf jeden Fall gelohnt, da noch ein paar Schweine zu kaufen. Wir werden auch Mais dann reinkippen. Und dann haben wir da eigentlich einen guten Futtervorrat für die Schweine. Und müssen dann auch nicht mehr allzu viel dazu kaufen. So, genau. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.